Yoga Nidra. Yoga Nidra ist eine Yoga-Technik, mit der tiefere Bewusstseinsschichten erreicht werden. Durch völlige Tiefenentspannung bei klarem Bewusstsein wird ein psychischer Schlaf, der sogenannte yogische Schlaf, erreicht. Yoga Nidra ist eine Übung der Tiefenentspannung, deren Wirkungen über die gewohnte Vorstellung von Entspannung hinausgehen. Für die heutige Session finde erstmal einen bequemen Platz im Liegen auf deinem Rücken. Mach es dir ganz gemütlich und schau, dass du dich wirklich entspannt hinlegen kannst. Wenn du einen entspannten Platz gefunden hast, dann schließe langsam deine Augen und nimm noch einmal 2 bis 3 tiefe Atemzüge. Atme tief durch die Nase ein und spür, wie sich deine Bauchdecke hebt und mit der Ausatmung wieder senkt. Versuche, deinen Alltag jetzt für einen Moment hinter dir zu lassen und ganz in den präsenten Moment zu kommen und nur bei dir und deiner Atmung zu bleiben. Beginne mit deinem Sankalpa. Sankalpa ist ein wichtiges Element von Yoga Nidra. Es ist ein Vorsatz, Entschluss, ein kurzer positiver Leitsatz, den du dir für die heutige Praxis vornimmst. Formuliere ihn in einfacher Sprache für dich selbst im Geist. Ich werde jetzt mit dir eine kleine Körperreise machen und einzelne Körperteile nennen. Immer wenn ich ein Körperteil nenne, kannst du einmal in dieses Körperteil hineinspüren. Wenn es dir dabei nicht so leicht fällt, das Körperteil zu spüren, dann gehst du einfach zum nächsten über. Du kannst dabei ganz entspannt mit geschlossenen Augen liegen bleiben. Bring deine Aufmerksamkeit erstmal in die rechte Hand. Den rechten Daumen, rechter Zeigefinger, rechter Mittelfinger, rechter Ringfinger, rechter kleiner Finger, alle 5 Finger der rechten Hand. Die rechte Handfläche, rechte Handrückseite, rechtes Handgelenk, der Unterarm, der Ellbogen, der rechte Oberarm, die Schulter, die Achselhöhle, die rechte Taille, die rechte Hüfte, der rechte Oberschenkel, das rechte Knie, der rechte Unterschenkel, das rechte Fußgelenk, die Fußsohle, der Fußrücken, rechte große Zehe, rechte zweite Zehe, rechte dritte Zehe, die vierte Zehe und die kleine Zehe des rechten Fuß. Alle 5 Zehen des rechten Fuß. Dann nimm deine Aufmerksamkeit jetzt zur linken Hand. Spüre den linken Daumen, den linken Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger, alle 5 Finger der linken Hand. Die linke Handfläche, linker Handrücken, linkes Handgelenk, linker Unterarm, der Ellbogen, der Oberarm, die linke Schulter, die linke Achselhöhle, die linke Taille, Hüfte, linker Oberschenkel, linkes Knie, linker Unterschenkel, linkes Fußgelenk, linke Fußsohle, linker Fußrücken,
die linke große Zehe, die zweite Zehe, die dritte Zehe, die vierte Zehe, die linke kleine Zehe. Alle fünf Zehen des linken Fußes. Dann bring die Aufmerksamkeit in deine Körperrückseite. In den Hinterkopf, in den Nacken, in die Schulterblätter, in den ganzen Rücken, in dein Gesäß, in die Beinrückseiten, in die Fersen, in die ganze Körperrückseite. Und dann bring deine Aufmerksamkeit langsam in die Vorderseite deines Körpers. In die Stirn, in den Nasenrücken, in die Wangen, an den Mund, Oberlippe, Unterlippe, Kehle, Brust, Bauch, Vorderseite der Beine, Fußspann und die ganze Körpervorderseite. Und spüre einmal deinen ganzen Körper. Kehre langsam wieder zu deiner Atmung zurück. Und nimm jetzt 9 tiefe Atemzüge in deinem eigenen Atemrhythmus. Zählst du von 9 rückwärts die Atemzüge. Startest bei 9 und gehst langsam runter bis zur 1. Nun kommen wir zu einer kleinen Visualisierung. Die folgenden Bilder kannst du dir einfach im Geist vorstellen. Ein türkisfarbener See. Ein uralter Baum. Vorüberziehende Wolken. Ein sonniger Sommertag. Ein Marienkäfer.
spielende Kinder auf einer Wiese. Ein Vogelnest. Ein stürmischer Herbsttag. Ein warmer Tag am Strand. Die spektakuläre Aussicht von einem hohen Berg. Das klare, kalte Wasser eines Flusses. Wiederhole im Geist nun noch einmal dein Sankalpa, deinen positiven Leitsatz, deinen Fortsatz und Entschluss, den du dir am Anfang der Übung gesetzt hast. Und komm dann langsam wieder zurück in deinen Körper. Beginne deine Atmung wieder bewusst wahrzunehmen. Spüre deinen Körper, wie er auf der Unterfläche liegt. Spüre deine Finger und deine Zehen. Höre auf die Geräusche um dich herum. Und öffne langsam wieder deine Augen. Musik.